Meine Damen und Herren, ich würde gerne beginnen. Dankeschön. Ich begrüße Sie herzlich zum heutigen Abend. Ich begrüße den Stadtverordneten Herrn Popp und meinen Magistratskollegen Herrn Schneider. Von den Bühnen begrüße ich herzlich den Intendanten des Schauspiels Frankfurt, Anselm Weber, und Frau Tietke, Frau Wilde, Herrn Winter und Frau Hein von der Oper. Und Herrn Junkers begrüße ich herzlich. Lieber Hausherr Peter Kaczola-Schmal und liebe Andrea Jürges, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gut 50 Jahre nach der Wiedereröffnung der städtischen Bühnen steht der Stadt, wie Sie wissen, eine wichtige Entscheidung bevor. Wollen wir unser Theater und unsere Oper am Willy-Brandt-Platz erhalten und sanieren? Oder bietet sich ein Neubau an? Oder gibt es womöglich einen dritten Weg? Die städtischen Bühnen sind ein äußerst lebendiger Ort. Beim Publikum beliebt, strahlt das Gebäude der Nachkriegsmoderne allabendlich eine wunderbare, immer noch zeitgemäße Transparenz aus. Andererseits wissen wir spätestens seit der im letzten Sommer der Öffentlichkeit vorgestellten Machbarkeitsstudie, dass sich die Doppelanlage in einem baulich kritischen Zustand befindet, und wir wissen, es muss etwas geschehen. Elementare Fragen stellen sich. Wie sind andere Städte mit vergleichbaren Herausforderungen umgegangen? Wie wird sich Theater im fortschreitenden 21. Jahrhundert entwickeln? Was muss bleiben? Was muss sich ändern? Wie wird das Publikum der kommenden Generationen aussehen? Welches Theater und welche Oper werden heute gespielt und welche morgen? Was bedeutet die Herausforderung einer Sanierung oder eines Neubaus für den Spielbetrieb? Schließlich, wie fügen sich Theater- und Opernbauten in die Stadtlandschaft? Was bedeuten sie auch für den sozialen Raum um sie herum? Diese Ausstellung, Große Oper, viel Theater, stellt nun Bühnenbauten, Sanierungen und Neubauten aus den letzten Jahrzehnten als Referenzprojekte vor. Ich danke dem Deutschen Architekturmuseum und besonders Peter Kaczola-Schmal, Andrea Jürges und Jörg Förster für das unschätzbare Angebot, das sie den Frankfurtern und Frankfurterinnen mit dieser Ausstellung machen. Es ist wirklich ein unschätzbares Angebot, sich zu informieren und sowohl das Realitätsprinzip sich gewissermaßen zuwachsen zu lassen und gleichzeitig auch Visionen und Leidenschaft zu entwickeln. Denn das kann man angesichts der ausgestellten Projekte nicht verhindern, weil einfach großartige Bauten dabei sind und da passiert was mit einem. Und natürlich entwickelt man dann Fantasien für Frankfurt, und diese Fantasien sind auch dringend notwendig. Im Zentrum der Ausstellung werden natürlich die Baugeschichte der Frankfurter Anlage aus Oper, Schauspielhaus und Kammerspiel wie auch die Machbarkeitsstudie kurz vorgestellt. Die städtischen Bühnen sind eingerahmt von 19 Bühnenbauten, die Lösungen auf vergleichbare Herausforderungen darstellen, sowohl bei Sanierungen wie auch bei Neubauten. Und man kann daran sehr gut ersehen, welche Qualitäten gute Opern und Schauspielhäuser heute und morgen haben oder haben sollten. Die ausgewählten Beispiele sind nicht alle direkt miteinander vergleichbar oder entsprechen der spezifischen Situation des Frankfurter Bühnengebäudes. Dazu sind die Gegebenheiten vor Ort viel zu verschieden und die Budgets natürlich auch viel zu unterschiedlich. Aber allesamt sind die Referenzbauten von zumindest regionaler Bedeutung und können Ideengeber in vielerlei Hinsicht für die hiesigen Herausforderungen bei einer Sanierung oder einem Neubau darstellen. Auch andere Städte, Düsseldorf, Köln, Berlin, Karlsruhe, Stuttgart, westdeutsche Städte wohlgemerkt, stehen vor der Aufgabe, ihre Bühnenbauten zu sanieren. Es geht eine regelrechte Sanierungswelle durchs Land. Das ist kein Trost, aber hat doch einen Vorteil. Wir können von den guten, aber auch von den schlechten Erfahrungen der anderen nur profitieren. Eine klare Botschaft, auch am Dienstagabend im Chagall-Saal, anlässlich unserer Veranstaltungsreihe
über die Zukunft der städtischen Bühnen deutlich zu vernehmen. Eine klare Botschaft lautet: Je gründlicher im Vorfeld der Maßnahmen geplant und diskutiert wird, desto kalkulierbarer sind am Ende die Kosten. Nun haben wir in Frankfurt schon jetzt ein Alleinstellungsmerkmal. Auch das wissen Sie. Eine so umfassende Machbarkeitsstudie, wie sie die städtischen Bühnen mit dem Hochbauamt durchgeführt haben, gibt es nur in unserer Stadt. Sie ist deutschlandweit einzigartig. Der größte und wichtigste Teil der Studie widmet sich der Bestandsaufnahme des Gebäudekomplexes und seiner technischen Anlagen. Vor allem die veraltete, nur noch notdürftig zu reparierende Haustechnik bereitet Sorge. Basierend auf der Bestandsaufnahme, also der Erfassung des Gebäudezustands, hat die Studie 3 Modelle durchgespielt. 2-mal Sanierung, 1-mal Neubau mit Kosten von jeweils knapp 900 Millionen Euro. In dieser Summe wurde eine Risikomarge einberechnet, die zu erwartenden Preissteigerungen und die Kosten für das Interim, also die Auslagerung des Spielbetriebs. Aus diesem Grund dürfen wir mit Fug und Recht von Zahlenehrlichkeit sprechen, und das ist positiv zu unterstreichen. Allerdings dürfte es wohl kaum jemanden geben, der die ermittelten Kosten nicht mit Sorge betrachten würde. Nach Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie zeigte sich deshalb auch recht schnell und sehr deutlich der politische Wille, die Kosten möglichst zu reduzieren. Manche fragen nun, ob die Machbarkeitsstudie umsonst war. Die Antwort, dick unterstrichen, kann nur lauten: Nein, ganz im Gegenteil. Mit der Bestandsaufnahme werden wir ausgezeichnet weiterarbeiten. Sie ist auch jetzt Grundlage, um die Sanierung im kleineren Maßstab zu prüfen. Dazu hat die Römerkoalition einen Antrag auf den Weg gebracht, den ich sehr begrüße. Wir prüfen die kleine Lösung, ja. Aber das Ergebnis kann am Ende des Tages durchaus sein, dass die kleine Lösung verworfen werden muss. Um es auch heute wieder klar zu sagen, eine Grundsatzentscheidung über Sanierung oder Neubau ist noch nicht gefallen. Deutlich möchte ich hier aber auch meine eigene Haltung zum Ausdruck bringen. Wenn es möglich ist, die traditionsreiche Doppelanlage moderat zu sanieren, bin ich für diese Lösung. Aber wirklich nur dann. Die städtischen Bühnen sind das künstlerische Herzstück unserer Stadt. Theater und Oper, die Königsdisziplin der urbanen Bürgerschaft. Auf diesen Bühnen wird die musikalische und dramatische Tradition für die jeweilige Gegenwart und die nachwachsenden Generationen interpretiert, überprüft, herausgefordert. Die Bühnen sind der zentrale Ort, an dem die großen menschlichen Fragen als ästhetisches Ereignis immer wieder neu und aktuell verhandelt werden. Die Faszination für Theater und Oper haben im letzten Jahrzehnt noch einmal zugenommen. Unter den Zuschauern sieht man erfreulich viele junge Menschen. Das zeigt, auch das digitale Zeitalter braucht einen analogen Ort, an dem die großen Fragen des Gemeinwesens gestellt und beantwortet werden. Die klare Botschaft lautet: Theater und Oper sind für eine Stadt auch im 21. Jahrhundert konstitutiv und ein wichtiger Markstein ihrer kulturellen Identität. Wir können von Glück reden, dass beide, das Theater und die Oper, derzeit so gut gemanagt werden und beim Publikum so erfolgreich sind. Und ich freue mich wirklich sehr, dass heute so viele Vertreter von den städtischen Bühnen anwesend sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass unser Theater und unsere Oper ins Zentrum gehören. Einen besseren Standort gibt es nicht. Hinzu kommt, er gehört den Bürgerinnen und Bürgern. Es ist ihr Ort, er gehört uns allen. Und es ist ein Ort der Moderne, des Aufbruchs. In den Mauern dieses Hauses steckt Geschichte, steckt der Idealismus, dass freies Denken und Menschlichkeit wieder zu erringen waren nach dem Zivilisationsbruch der Nationalsozialisten. Dort hat die ästhetische Erziehung des städtischen Publikums stattgefunden, hinein in die sich demokratisierende Bundesrepublik. Eines Publikums, das sich immerzu wandelt und verwandelt und das anspruchsvoll und neugierig auf immer wieder Neues ist. Diese Tradition, für die die 1963 eingeweihte Doppelanlage am Willy-Brandt-Platz idealtypisch steht, muss fortgesetzt werden, auch in der Zukunft. Eine Lösung zu finden, die dies leistet, zu vertretbaren Konditionen, darum geht es jetzt. Wir bringen diesen Prozess auf den Weg. Für eine nachhaltige Entwicklung der Bühnenhäuser muss es dabei um mehr gehen
als nur das Erfüllen von technischen Bestimmungen und strenger gewordenen Vorschriften für Energie- und Brandschutzbestimmungen. Das zeigte schon die Auftaktveranstaltung jetzt am Dienstag im Chagall-Saal. Erfahrene Architekten diskutierten über ihre Erfahrungen aus anderen Städten und warfen relevante Thesen und Fragen auf, zum Beispiel nach der Verantwortung für den sozialen Raum, der immer voller wird in den Metropolen. Die Verantwortung für den sozialen Raum, den Jette Hoop und das Büro Snø Hætta für die Oper Oslo mit ihrem begehbaren Dach so hervorragend beantwortet haben. Oder Herr Ingenhofen, der aus dem Kontext des Düsseldorfer Schauspiels heraus die grundsätzliche Diskussion nach dem Erhaltenswerten stellte und darauf hinwies, wie unerlässlich es ist, vorher zu klären, was für uns als Stadtgesellschaft am jetzigen Bühnenbestand wichtig ist. Die Voraussetzungen für die einzelnen Bauten sind verschieden. Ihnen allen gemein ist jedoch der Anspruch, Orte zu schaffen, in denen zeitgemäße Oper und Schauspiel stattfinden können. Und so können die Ausstellung sowie die begleitenden Veranstaltungsreihen uns allen Impulse geben auf dem Weg zu einer nachhaltigen Lösung für die Zukunft der städtischen Bühnen. Ich lade Sie alle ganz herzlich dazu ein, an den Diskussionen teilzunehmen und noch einmal ganz herzlichen Dank für diese Ausstellung, die einfach unschätzbar ist als Orientierungspunkt, als Möglichkeit, sich zu informieren für alle Frankfurter, aber auch darüber hinaus, denn wie ich schon sagte, ist es eine Aufgabe, die nicht nur Frankfurt betrifft, sondern eine Sanierungswelle geht wirklich durch die Republik und insofern ist es auch eine deutschlandweit sehr wichtige Ausstellung. Vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Hartwig. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in uns, dass wir dieses sachliche und informative Angebot in Ihrem Auftrag und Ihrer Unterstützung hier erstellen konnten. Und diese Ausstellung ist relativ kurzfristig gemanagt worden, weswegen es keinen Katalog gibt, was schade ist. Aber der Inhalt wird ab sofort auf dem Blog, unserem Blog, sichtbar sein. Und es wird gebremst hier vorne, so ist das immer, wenn man was verkündet. Also größtenteils ab heute online sein und dort und stetig wachsend. Das ist schön, damit die Inhalte eben auch gesehen werden können und nicht und das über die 6 Wochen der Ausstellungszeit hinaus. Und wie wir hören von den Bühnen, ist das Interesse sehr groß, die Ausstellung nachher in leicht veränderter Form in den Bühnen zu zeigen, wo wir nach Wandflächen suchen und schauen, wie wir das dort machen werden. Also ich freue mich, Anselm Weber, dass wir dann da weiter diskutieren, wie das weitergeht. Und unser Angebot, als dass ich das genau verstehen möchte, ist ein politisch neutral, parteineutrales Angebot für die Entscheidungsträger unserer Stadt, den Magistrat und die Stadtverordneten, um ihnen dabei zu helfen, eine kluge Entscheidung zu treffen für die Zukunft und die Weiterentwicklungsmöglichkeiten unserer Stadt. Wie Christian Thomas heute episch breit formulierte in der Frankfurter Rundschau, handelt es sich um das kulturpolitisch wichtigste Statement in der Stadt, sagte er, seine Worte. Das kann man so sehen, denn wie Andrea Jürges gleich ausführen wird, kann man das auch an Zahlen festmachen. Und sie wird erklären, was das mit den Zahlen auf sich hat. Den Zahlen der Quadratmeter, um die wir hier reden, und die Kosten, um die es hier geht. Besonders, wenn man sie vergleichen will. Beides sehr schwierig. Es ist natürlich auch ein Angebot an die Bürger unserer Stadt, die ja schlussendlich die Folgen dieser klugen Entscheidung stemmen werden. Und diese große Entscheidung wird passieren, nachdem die kleine Lösung getestet wird, wird darüber befunden, was man davon hält, und dann wird entschieden. Und was passiert beim Entscheiden, das ist eben der interessante Punkt. Es gibt ja mehrere Parameter. Architekten scherzen immer, es gibt 3 Parameter, Qualität, Zeit und Geld, und man kann immer nur 2 erfüllen.
Ja, nun ja, also Parameter Zeit. Das ist ein Ergebnis der Recherchen von unserem Team, dass wir eben einen sehr großen Zeitstrahl aufgebaut haben. Da fehlt selbstverständlich Frankfurt, weil die mittlere Linie wegen dem ZDF, guten Abend, sehen wir das jetzt nicht so ganz genau, das Licht ist etwas stark. Also die mittlere weiße Linie ist der berühmte Moment der Entscheidung zum Bau, Baubeginn. Und unten drunter ist das, was an Zeit in Jahren benötigt wird, zu einem Baubeginn zu kommen. Darüber ist dann der Verlauf der Zeit eines Projektes. Das könnten in blau links sind es in diesem Falle Sanierungen am Standort. Die roten in der Mitte sind Neubauten und die grünlichen rechts sind Stadterweiterungsprojekte. Also sprich, eine Stadt hat sich entschieden, dass es hier Dresden, Paris, Stettin, Athen und Hamburg haben entschieden, einen Kulturbau nicht in der Stadtmitte zu bauen, sondern womöglich woanders. Und diese Woanders-Entscheidung führt dazu, dass eine Art Stadtentwicklung an diesem Ort stattfindet, so wie zum Beispiel das Schauspielhaus auch ein Stadtentwicklungsschub war. Sie wissen das, in Paris ist man sehr weit rausgezogen oder in Athen ist die neue Oper tatsächlich an den Hafen Piräus gegangen, weit weg von der Innenstadt. Und da sehen Sie die Jahre ab der Mittellinie, die Jahre des Bauens, die eben zum Beispiel vierte von links, Köln, da gibt es so eine hellblaue Linie. Also das ist die Bauzeit, die bisher schon stattgefunden hat. Und da sind die hellblauen, die vielleicht noch folgen werden, von denen man zurzeit politisch spricht. Sie sehen also, dass der Zeithorizont ist sehr interessant. Und die größte Linie ist hier in Danzig, etwa 20 Jahre von Grundsatzentscheidung, wir wollen was bauen, zum Baubeginn. Ja, die Frage stellt sich also in Frankfurt, wo befinden wir uns eigentlich auf so einer Matrix? In welchem Moment sind wir denn da? Das kann Ihnen keiner beantworten. Am einfachsten geht es jetzt nachher. Wir können dann nachher sagen, wie viele Jahre wohl es gebraucht hat bis zum Baubeginn und dann, wie viele Jahre wohl ein solcher Baubeginn, an welcher Stelle auch immer, in welchem Umfang auch immer, tatsächlich gedauert hat. Aber das ist nichts von mal ebenso. Mal ebenso sind nur zwei Projekte, die sind privater Natur. Das hat damit zu tun, dass zum Beispiel die Oper Oslo, wo ist sie jetzt, ist das erste rote links. Die Oper Oslo war die Oper Kopenhagen. Noch eins weiter. Der zweite rote links ist die Oper Kopenhagen. Die hatte den Vorteil, dass der reichste Mann des Landes, ein Reeder, es für gut empfand, der Stadt Kopenhagen eine Oper zu schenken und auch selbst zu bestimmen, wer die Architekten sind. Und da gingen die Vorarbeiten flott. Ruckzuck war die Entscheidung gefällt, ruckzuck war das Ding gebaut. Schön für die Stadtverordneten, weil die mussten nur das Schauspielhaus entscheiden. Das ist das eins weiter rechts. Das ging dann flott, kostete auch nicht so viel, ist auch nicht so kompliziert wie eine Oper. Also wie viel die Oper wirklich kostet, ist dann das Geheimnis dieses Reeders. Warum er sowas macht, wir wissen alle, dass there's no such thing as a free lunch. Also ich weiß auch nicht, was er davon hatte. Er wird seine Gründe haben. Er wird das auch in irgendeiner Form gedankt worden sein. Aber sowas passiert hier nicht. Wir haben keine Reeder, die uns gerne unterstützen würden in dieser Art. Und die Banken sehe ich da auch nicht wirklich. Nun ja. Wir werden es den normalen demokratischen Weg machen und das wird dauern. Das will ich damit ausdrücken. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt zum Dank übergehen, bevor dann Andrea Jürges das wichtige, interessante Thema Fazit Kosten und Flächen vor Ihnen erläutert. Also in allererster Linie möchte ich meiner Stellvertreterin Andrea Jürges danken, dass sie diese Ausstellung und die ganze Organisation in kürzester Zeit so hervorragend gemeistert hat.
Es ist selbstverständlich Ihre erste Ausstellung in Ihrer Position als stellvertretende Direktorin hier, aber Ihre zweite Ausstellung im Damm. Wir beide haben vor 14 Jahren schon einmal den Wettbewerb der EZB hier gezeigt. Und wie Sie sich vorstellen können, vor 14 Jahren, wann wurde sie eröffnet? Wie lange hat es gedauert? Ja, der zeitliche Kontext ist immer interessant. Weiterhin großen Dank an Jörg Förster, den Co-Kurator, für die wunderbare Arbeit. Für die kuratorische Assistenz Anne Eteber, Max Liesner, Carla Pohl und Inka Blechati. Für die Registrararbeit Wolfgang Welker. Unsere Bibliothekarin Christiane Eulig ist Ausstellungsdesign von Deserve, werden Sie gleich sehen. Mario Lorenz, Lars Schneider und Katrin Müller. Vielen Dank auch für den Aufbau. Unser Team unter Christian Walter. Öffentlichkeitsarbeit Britta Köhler und Rebecca Rass. Sekretariat und Verwaltung Jacqueline Brauer und Inka Blechati. Haustechnik Jochen Müller-Rahn, Übersetzung Jeremy Gaines und schließlich ein Dank an das Team vom Kulturdezernat. Das ist David Demagani, Patricia Tratnik, Jana Kremin, die gerade krank ist, Daniel Grebe und Katrin Guth. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Ein weiterer Dank an das Team der Städtischen Bühnen, Anita Wilde, Verwaltungsdirektorin, Olaf Winter, technischer Direktor, Max Schubert, technischer Leiter, die Pressestelle und alles natürlich abgesegnet vom Chef. Und weiterhin Dank an alle weiteren Bühnenbetriebe, die beteiligten Architekten und Fotografen für die vertrauensvolle Kooperation, insbesondere was die heiklen Angaben zu Flächen und Kosten angeht, von denen Andrea Jürges jetzt erzählt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Heikel. Es kommt halt darauf an, was man bekommt. Die Kunst liegt, dass jeder andere Zahlen hat. Und wir haben uns jetzt die Mühe gemacht und den Willen gehabt, es zu versuchen, vergleichbar zu machen. Das sehen Sie oben als Gesamtgrafik für alle Projekte. Ich zeige Ihnen, ich fange an mit den Städtischen Bühnen Frankfurt, um es ein bisschen zu erzählen, wie wir dazu kamen und was sind denn diese Kosten und Zahlen und Bruttogeschossflächen, die natürlich nur einen Teil von dem Thema ausmachen. Aber ich beschränke mich jetzt mal auf dieses. Die städtischen Bühnen, Sie sehen zwei schwarze große Flächen. Die linke Fläche ist das, was die Machbarkeitsstudie erbracht hat, was an Quadratmetern gebraucht wird, ist eine dehnbare Zahl von 99.000 Quadratmeter bis 104.000 Quadratmetern. Auf der rechten Seite, das schwarze Quadrat, die große schwarze Quadrat sind die städtischen Bühnen jetzt, so wie sie da stehen am Willy-Brandt-Platz, plus die Flächen, die ausgelagert sind. Das sind die kleineren Quadrate. Das sind Lager, Probenbühnen und Gästewohnungen. Summa summarum würde sich das auch auf ungefähr 100.000 Quadratmeter ergänzen. Im Moment sind die Bruttogeschossflächen nach den Berechnungen aus der Machbarkeitsstudie bei 83.000 Quadratmeter am Willy-Brandt-Platz. Was wir außerdem gemacht haben, um die Kosten vergleichbar zu machen. Wir haben die Interimskosten aus der Machbarkeitsstudie wieder rausgerechnet, weil wir von keinem anderen Projekt Interimskosten bekommen haben. Wir haben alle Kosten auf 2017er Kosten gerechnet. Das heißt, wir haben in dem Fall bei der Machbarkeitsstudie die Preissteigerung nicht in den Kosten drin, die wir oben an diesem Chart haben. Da befinden wir uns nämlich bei rund 700 Millionen, egal ob Sanierung oder Neubau für die städtischen Bühnen. Bei der Staatsoper unter den Linden zum Beispiel, das ist die Größe, wir reden hier von 49.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche. Das ist einerseits das Operngebäude, andererseits die beiden zugeordneten Gebäude, Probenzentrum und Intendanz, sowie den Tunnelbau, den es da unten drunter auch noch gibt. Was nicht dabei ist, sind die Werkstätten. Die sind nämlich in Berlin gar nicht bei der Staatsoper unter den Linden zu finden, sondern alle Werkstätten für alle drei Opernhäuser sind ausgelagert am Ostbahnhof. Hier liegen die Kosten bei den 2017er Preisen auf errechneten 438 Millionen für 50.000 Quadratmeter, ungefähr die Hälfte. Aber ein bisschen mehr als die Hälfte der Kosten, wenn man das mal so sieht. Das ist eine Sanierung, ein Beispiel für eine erfolgreich abgeschlossene Sanierung.
Oper und Schauspiel Kopenhagen hatten wir eben schon. Herr Schmal erwähnte es schon. Insgesamt rund 62.000 Quadratmeter und knapp 490 Millionen Euro auf 2017er Preisen. Die Preise, dadurch, dass es immer eine Preissteigerung gibt, die lässt sich gar nicht vermeiden. Wir haben die 2,1% sehr gering angesetzten Preissteigerungsverhältnisse aus der Machbarkeitsstudie genommen und haben das auf alle Fälle angewandt, immer von Kostenangabe Jahr Fertigstellung bis 2017. Auch hier stellt sich fest, die Kosten sind bei knapp 500 Millionen, die Quadratmeter sind auch 2/3. Da scheint es eine Relation zu geben zwischen der Größe der Quadratmeter und der Größe der Kosten. Letztes Beispiel, Theater im Kraftwerk Mitte. Als kleines Beispiel für die Stadtentwicklung sind knapp 32.000 Quadratmeter und auf 2017er Preisen werden wir hier bei 181 Millionen geschätzt. Selbstverständlich, Pi mal Daumen. Aber ich denke, es gibt einen ganz guten Anhaltspunkt, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Wir haben außerdem dazu geschrieben, wie viele Sitzplätze es dort in den Häusern gibt, wie viele Bühnen, um mal so ein Gefühl für diese Relation zu kriegen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir sehen ja immer nur 20% als Besucher und die anderen 80% stecken aber auch in den Quadratmetern. Was wir vergessen haben beim Theater im Kraftwerk Mitte, da sind auch die Werkstätten ausgelagert. Also wir müssten da eigentlich noch so einen kleinen grünen daneben tun. Den haben wir jetzt in der ganzen Schnelligkeit vergessen, aber auch da sind die Werkstätten nicht drin. Ich denke, das ist auch eine wichtige Nachricht. Bei den städtischen Bühnen ist im Moment fast alles drin und sehr erfolgreich. Wenn man das also betrachtet, muss man immer gucken, dass man versucht, dieselben Werte zu finden. Und jetzt möchte ich aber gerne die Zahlenwelt verlassen und übergebe an Jörg Förster, der einfach von den Projekten selbst erzählt. Und die sind auch sehr wichtig. Vielen Dank. Ja, die Damen, die Herren. Ich freue mich jetzt so den Übergang hinzubekommen von der Welt der Zeit über die Zahlen hin zur Qualität oder der Bedeutung der Gebäude. Und Sie hatten am Anfang schon erfahren, natürlich steht im Zentrum der Ausstellung die Frankfurter Situation. Und bevor wir da zu der spezifischen Herausforderung kommen, muss man sich einfach nochmal vergegenwärtigen, wie gewachsen das Frankfurter Bauensemble ist. Hier haben Sie den Anfang der ganzen Entwicklung des Schauspielhaus von Heinrich Seeling von 1902 wurde es eingeweiht. Das war damals so ein Stück, vielleicht an dem Wiener Ring orientiertes Bauen in Frankfurt. Man hatte das Opernhaus und jetzt innerhalb der Wallanlagen weiter runter zum Main ist dieser Seeling-Bau entstanden. Auf was ich Sie hinweisen möchte, was immer ein bisschen untergeht, weil dieses Bild wird öfters mal dargestellt, was Sie hier noch ganz spezifisch von der Situation haben, das Schauspielhaus endet direkt hinter dem Bühnenturm. Sie haben gewissermaßen ein Gebäude ohne Heck. Das ist gerade im Hinblick auf die heutigen Bühnenbauten von größter Bedeutung, weil der Flächenzuwachs der Bühnen, der ist ganz enorm. Die Zuschauerräume sind eigentlich mal gleich geblieben. Das haben Sie ja bis heute ganz kontinuierlich in dem Gebäude. Das ist ja im Prinzip immer noch der Saal von damals, der heute genutzt wird. Aber was dahinter gekommen ist, das ist letztlich das ganz große Problem. Ja, Sie merken die Veränderung. Hier haben wir die Situation nach dem Wiederaufbau 1951. Das Schauspielhaus war nicht ganz so stark zerstört wie das ehemalige Operngebäude. Deshalb dieser frühe Wiederaufbau mit der legendären Drehbühne von 38 Metern Durchmesser, die ja so bekannt geworden ist. Was Sie hier sehen, ja, in dieser sehr kargen Frankfurter Wiederaufbaumoderne ist der wiederhergestellte Bühnenturm. Und was Sie seitlich davon erahnen und im Hintergrund schon leicht aufscheinend sehen, sind tatsächlich die neuen Räume für die technischen Werkstätten und die Erweiterung der Bühnen im Verhältnis zu dem historischen Gebäude. Das sind Teile, die bis heute auch noch ihren Bestand haben. Die sind mal verputzt worden, aber im Wesentlichen noch auf der Rückseite der Hofstraße, die so ein bisschen diesen Hinterhofcharakter hat in Frankfurt, noch deutlich erkennbar, wenn man es weiß. Ja, und dann der ganz große Schritt, das ist der Aufbruch in die demokratische Gesellschaft, dann der 60er Jahre, die Entscheidung, das jetzt zur Doppelanlage zu erweitern.
mit dem Neubau des Schauspielhauses, daneben das ehemalige Schauspielhaus jetzt als Operngebäude, dass es eine Doppelanlage ist, führt bis heute zu großen Problemen. Deshalb dauerte diese Machbarkeitsstudie auch so lange, weil man feststellen musste, es gibt nicht eine gleichmäßige Ebene, Etagenebene, wie man sich das immer so schön vorstellt. Das ist ein ziemliches Puzzle an Versatz von halben Etagen, Dritteletagen, die es gibt. Genauso ist es mit den ganzen Leitungsführungen. Das ist eher ein höchst komplexes, dreidimensionales Puzzle, was dort zu finden ist. Aber das große Zeichen, das Sie hier sehen, Schauspielhaus, beziehungsweise hier am Beispiel des Opernteils, nicht, also des ehemaligen Entrees in das alte Schauspielhaus. Das ist natürlich diese grandiose 120 Meter lange und 9 Meter hohe gläserne Foyer-Situation, die damals ein unglaubliches Bild der Öffnung der Gesellschaft war. Und dieses Bild der Öffnung der Gesellschaft, das war geradezu erschütternd. Sie können oben auch noch Fotografien von Ulfert Beckert sehen, wo Sie deutlich erkennen können, dass der untere Teil des Foyers ursprünglich ganz am Anfang Vorhänge hatte. Also ganz so gläsern und sichtbar sollten dann die Veranstaltungen am Anfang nicht sein. Das hatte man sich dann nach einiger Zeit überlegt. Und wenn ich sage, es ist ein gewachsenes Ensemble in Frankfurt, dann können Sie das auch hier auf dieser aktuellen Fotografie, die jetzt gerade vor 2-3 Wochen entstanden ist, nochmal sehr gut sehen. Sie erkennen die beiden Bühnentürme von Oper, von Schauspielhaus. Sie erkennen vor dem Bühnenturm das Opernhaus auf der rechten Seite, so dieses kleine Satteldach. Das ist immer noch dieser Zuschauersaal, der von 1902 stammt. Aber Sie erkennen, wie groß die Anlage geworden ist, wie die gewachsen ist und vor allen Dingen, wie groß dieser technische Teil ist. Andrea Jürges hatte ja gerade gesagt, wir nehmen eigentlich immer nur 20% wahr. Wir nehmen das Foyer wahr, wir nehmen natürlich die Säle wahr, wir möchten die Aufführungen, die stattfinden, wahrnehmen, aber der große Teil des Aufwandes, der dahinter stattfindet, der entgeht uns etwas. Und das ist die große Herausforderung. Auf die Machbarkeitsstudie selber gehe ich jetzt nicht ein. Die können Sie oben in der Ausstellung einsehen und da haben wir die auch nochmal so konzise zusammengefasst. Ja, und was ist die Qualität von anderen Bauten, die in den letzten Jahren entstanden sind? Ich möchte Ihnen 4 Beispiele zeigen. Zunächst ein Beispiel aus dem Feld der Sanierung. Wir hatten es gerade schon auch von den Zahlen her, die Staatsoper unter den Linden in Berlin. Hier sehen Sie diese neopalladianische Fassade, ist historisch auch das älteste Gebäude, 275 Jahre Operngeschichte. Das ist doch einiges, also wirklich ein Prozess, dass ein Gebäude, das noch unter König Friedrich II. Von Preußen entstanden ist, in den frühen 1740er Jahren. Das Bild ist ein bisschen, naja, also sind wir ehrlich, es steht auf dem Sockel. Dort in Berlin ist der Boden sehr, sehr feucht und so ein Hochparterre ist da etwas besser für das Gebäude. Aber hier in dem Bild sehen Sie es jetzt so fabelhaft saniert, wieder so zart rosa, das Gebäude. Und dann diese Knobelsdorf-Fassade ist natürlich denkmalgeschützt für die ganze Kubatur. Die große Herausforderung der Sanierung ist deshalb umso größer. Und hier sehen Sie, was das bedeutete, eben nur anhand von dem eigentlichen Operngebäude, wo natürlich die ganze Bühnenmaschinerie komplett erneuert wurde. Das ganze Gebäude musste in den untersten Etagen komplett abgedichtet werden. Es ist eine riesige stählerne Wanne eingebaut worden gegen das anstehende Grundwasser. Wir sind ja in Berlin, da steht es sehr dicht an. Und das ist nur der kleinste Teil, den Sie davon sehen. Rechts davon ist eigentlich die ganz große Grube gewesen, das Verbindungsbauwerk zur neuen Intendanz und dem ehemaligen Kulissenlager, wo auch das ganze Probenzentrum ist. Dieses unterirdische Gebäude müssen Sie sich vorstellen als ein Baukörper, der bis zu 15 Meter tief ist, der Säle hat, die 9 Meter hoch sind, dass die Kulissen vormontiert werden können. Und Kulissen heißt, dass Sie einfach Bauelemente dann am Ende haben, die so Höhen von 8,5 Metern haben, die über hydraulische Hebeanlagen nach oben fahren. Sie merken, das ist ziemlich viel Maschinerie, um was es da ging. Und wie gesagt, die Kubatur sollte erhalten werden. Im Übrigen noch ein Hinweis, Sie hatten es ganz am Anfang schon kurz vernommen. Ursprünglich war das Gebäude wirklich eigentlich scheunenartig. Es war ein Langgebäude, also es ist wirklich gewachsen. Diese Backen an den Seiten kamen dazu, Bühnentürme. Das ist eine Geschichte der steten technischen Entwicklung. Hier sehen Sie nochmal einen Blick in den leergeräumten Bühnenturm. Diese ganze Maschinerie wurde rausgenommen. Es war dringend notwendig. Die war in guten Teilen noch auf dem Zustand von 1928 gewesen, als man hydraulische Hebeeinlagen eingebaut hatte. Nicht minder komplex ist das Thema des Zuschauersaals dort gewesen. Das Unglaubliche und höchst Bemerkenswerte bei dem Gebäude ist, es ist ein Wiederaufbau der frühen Jahre der DDR unter Richard Paulig, also die Zeit, als die Stalinallee auch entstanden ist. Und Sie alle wissen die großen ökonomischen Probleme. Und der Zuschauersaal wurde nach den Zerstörungen des Krieges in einer rekonstruiert fiktiven Knobelsdorf-Fassung von Richard Paulig entwickelt. Also wirklich so Recherche über den Stand der Architektur um 1740, ideologisch ganz komplexer Spagat, den er vollzogen hat, aber so ist dieser Saal gestaltet worden.
einen Schönheitsfehler hat er gehabt, eine viel zu geringe Nachhallzeit, also eine sehr trockene Akustik, mehr für ein Theater geeignet, schlecht für eine Oper. Und da ging es jetzt gerade bei der Sanierung nicht nur darum, die ästhetische Gestalt dieses Saales wiederherzustellen, sondern den wirklich auch auf den Standard von Opernhäusern von zu heute anzuheben. Konkret bedeutete das, die Akustik von der Nachhallzeit von 1,1 auf 1,6 Sekunden zu erweitern. Was das bedeutet, das können Sie hier so ein bisschen erahnen. Die ganze Decke wurde im Zentrum ausgebaut. Es ist über dem dritten Rang dann eine Nachhallgalerie entstanden. Das ist ein Raumsegment, das ist 4 Meter hoch. Dann wurde ein komplett neuer Dachstuhl entworfen und die Decke wieder eingebaut. Und ja, dann ging es auch darum, einen optischen Übergang zu schaffen. Dieses feine Rautenwerk, das aus einer Mischung aus Glasfaser und Keramik bildet, das ist jetzt die neue Verkleidung dieser Nachhallgalerie, also akustisch durchlässig. Es wirkt eigentlich so ganz geschmeidig, als sei es schon immer so gewesen. War ein großes Thema der Formfindung auch gewesen, wie es statisch geht, wie es eigentlich so von der Haltung dieser barocken Architektur funktioniert. Hier haben Sie jetzt diesen prunkvollen Saal, der am Ende dann gestanden hat. Das ist der Teil von den ganzen Arbeiten, den wir oder Sie als Besucher dann letztlich wahrnehmen. Ja, und hier 2 Beispiele der Neubauten. Hier haben Sie das Opernhaus, das Peter Schmal erwähnt hat, das der Stadt Kopenhagen geschenkt wurde von dem Reeder, dieses bemerkenswert kurzfristige Projekt. Der Reeder hat die Insel direkt gegenüber vom Schloss Amalienburg erworben. Das war vorher eine militärische Nutzung. Er hat die Insel gekauft und gesagt, dort direkt in der Achse vom Schloss, da entsteht jetzt die Oper, vielleicht so ein bisschen eine höfische Geste von der architektonischen Haltung. Die Architekten waren Henning Larsen, haben aber gleichzeitig auch wirklich einen großartigen Foyerbereich geschaffen. Sie sehen es hier im Dunkel leuchten. Hier erkennen Sie ganz wesentlich, ist eigentlich ein Element, das Ihnen von diesen Bildern auch seit den 60er Jahren aus Frankfurt vertraut ist. Abends, wenn die Aufführungen sind, sehen Sie das Publikum dann in den Pausen dort stehen. Das Publikum wiederum hat den Blick auf die Stadt. Vielleicht so mit den Metallbändern kommt es etwas vergattert, aber Sie erkennen diese Foyerbereiche, die natürlich für alle Orte der Versammlung, alle Bühnenbauten so wichtig sind, weil dieses Sehen und Gesehen werden, das ist kollektiv, der städtischen Gesellschaft zusammenkommt, das spielt natürlich eine ganz enorme Rolle und das sehen Sie hier sehr eindrucksvoll auf diesem Bild und auch den Saal dazu. Und weil Kopenhagen eigentlich eine Doppelanlage hat, hier natürlich noch das Schauspielhaus, Sie erkennen im Hintergrund so leuchten das Opernhaus, also die sind wirklich in Sichtweite zueinander um den ehemaligen Handelshafen herum gruppiert. Und gerade dieses Schauspielhaus, finde ich, ist von der architektonischen Geste ein sehr sympathisches Gebäude. Es kommt jetzt nicht so monumental daher wie das Operngebäude, sondern Sie erkennen seitlich den Bühnenturm, dann die obere Etage, die jetzt von innen beleuchtet ist. Das ist die Ebene der Intendanz, der Verwaltung, der Schauspieler, die dort sind. Also dort ist auch ganz klar das Ziel, dass dort jetzt auch ein gläserner Bereich ist, einen Blick in das Haus zu geben, also nicht nur die Blackbox zu haben. Schauspielhäuser oder Opernhäuser haben ja immer die Tendenz, so wie hat jetzt am Dienstag jemand so schön gesagt, Vampire zu sein. Nicht erst nachts erwecken sie zu leben, erwachen sie und tagsüber ist nichts von ihnen zu sehen. Hier dieser Versuch, das von der Seite her zu öffnen und vor allen Dingen ganz wesentlich, Sie erkennen diesen hölzernen Steg, der um das Gebäude herumläuft, das ist eine öffentliche Wegführung dort in dem Quartier. Und diese Öffentlichkeit, hier haben Sie nochmal einen Blick in die oberen Etagen, und diese öffentliche Wegführung spielt wirklich auch eine große Rolle. Dieses ganze Foyer ist immer zugänglich, also nicht erst kurz vor den Aufführungen, sondern dort ist auch Gastronomie untergebracht, da kann man auch bei Regen sitzen, was ja in Kopenhagen manchmal vorkommt, einen Blick auf den Hafen tun und auch die Außenbereiche, wo ein Pier ist, wurde jetzt von einem Architekturbüro neu gestaltet und wird bespielt. Hier sehen Sie das Foyer dann abends. Ja, und auch der Saal, ganz eigenes Gepräge, ist eher rund ausgefallen. Sie sehen diese Ziegelwand, das ist das Columba-Format von Steinen, das dort die Architekten verwendet haben. Ja, und schließlich als letztes Beispiel noch eine Doppelanlage, ein Beispiel aus dem Feld der Stadtentwicklung von PFP-Architekten. Herr Junkers von dem Büro ist heute Abend auch anwesend. Das Theater im ehemaligen Kraftwerk Mitte in Dresden. Dresden, ganz klar, die Mitte der Stadt werden Sie alle kennen, mit der Frauenkirche, mit dem Stadtschloss, das dort ist. Was immer so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ist der westliche Teil der Stadt. Hier beim Kraftwerk Mitte, dort läuft die Bahntrasse direkt auf den Hauptbahnhof von Dresden zu. Bis 2006 befand sich dort wirklich ein monumentaler Kraftwerksbau, der dann abgebrochen wurde. Und
Und dieser eigentlich ganz innenstadtnahe Bereich, fußläufig maximal 10 Minuten vom Zwinger dorthin, der wurde jetzt konsequent entwickelt eigentlich zu einem neuen kleinen Kulturcampus. Dort befindet sich das Konservatorium auch. Und hier in der Anlage, Sie sehen in den vorderen Teilen denkmalgeschütztes Gebäude, dieses Kraftwerksmittel. Dahinter mit dem Kortenstahl verkleidet den Neubau von PFP, mit dem Probenturm in Glas verkleidet. In diesem Theater untergebracht sind zwei höchst unterschiedliche Bühnen, nämlich zum einen die Staatsoperette mit einem Saal mit 700 Plätzen und dann das Theater junger Generation, den größeren Saal mit 350 Plätzen und nochmal zwei kleinere mit jeweils 150 Plätzen haben. Hier erkennen Sie so diesen Foyerbereich, der diesen industriellen Charakter aufnimmt, wo nochmal so ein Tisch zu finden ist, der auch für Empfänge oder Abendveranstaltungen geeignet ist. Hier ein Blick in den kleinen Saal des Theaters, ja, und das ist der große Saal der Staatsoperette. Aber wie gesagt, Ziel der Ausstellung ist ja ganz wesentlich, einfach Ideen zu geben, was in den vergangenen Jahren entstanden ist. Und insofern können Sie noch einige dieser Beispiele oben in der Ausstellung finden. Ich möchte aber noch mal kurz übergeben an Andrea Jürges, die Sie noch auf eine weitere kleine Ausstellung hinweisen wird, die wir so quasi als Kammerprogramm mit der großen Ausstellung zeigen. Andrea. Vielen Dank. Zufälligerweise, manche Zufälle kann man gar nicht so planen, das wäre niemals so ausgegangen. Zufälligerweise gibt es zwei Professoren, die sich mit dem Thema auch auseinandergesetzt haben. Einmal mit einem temporären Theater und einmal mit einer neuen Oper. Und zwar auf zwei Grundstücken hier in Frankfurt. Professor Wächter hat seinen Lehrstuhl, seine Studierenden gebeten, eine neue Oper auf einem Gelände im Osthafen unterzubringen. Dazu habe ich immerhin vorhin gelernt, weil ich mich wunderte, dass es so klein ist, die Werkstätten werden da nicht untergebracht. Professor Philipp Oswald von der Universität Kassel hat seine Studenten aufgefordert, ein temporäres Theater, also eine Interimspielstätte, im Zentrum von Frankfurt auf dem Rossmarkt hinzustellen. Diese Ausstellung finden Sie hier in den umliegenden Gängen. Es sind 8 und 9 beispielhafte Arbeiten, die die Professoren ausgesucht haben. Und die haben wir hier zu zeigen bis zum 9. April nur. Ich glaube, es lohnt sich. Ich glaube, es ergibt sich einfach, dass jetzt neue Ideen, frische Ideen, die noch nicht gebaut sind, die Ausstellung im ersten Obergeschoss ganz schön ergänzen können. Und ich möchte Sie außerdem noch darauf hinweisen, dass wir ein, wie ich finde, gut, ich habe es auch gemacht, gutes Begleitprogramm entwickelt haben. Okay. Herzlich sagen wir. Wo wir uns nochmal, wo wir Architekten eingeladen haben oder sogar die Bühnenbetreiber oder die Bauherren, Frau Lüscher wird auch kommen aus Berlin zum Beispiel. Und das werden wir in den nächsten 6 Wochen an 4 Abenden hier im Museum haben. Es wird noch weitere Abende geben im Chagall-Saal, die sich tatsächlich mit dem Theater und der Oper heute und morgen beschäftigen. Wir werden die Veranstaltung hier im Haus filmen und online stellen. Wir werden den Blog beleben und weiterfüllen und hoffen, dass wir damit die Debatte einfach bereichern können. Debattieren Sie gerne mit. Und ich hoffe, ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Ausstellung und wir sind froh und gespannt auf Ihre Meinung. Vielen Dank. Die Ausstellung ist im ersten Stock. Getränke vorne an der Bar. Viel Spaß. Applaus